Kann ein Kalender mehr als ein Kalender sein? Dieser Kalender für Thomas Cook ist viel mehr. Er ist ein Designobjekt, eine Temperaturstation und er ist ein kleines Reisebüro. Das Besondere, seine Datumsanzeige setzt sich aus Temperaturen von Urlaubsorten zusammen. Am 31. Januar 2012 zum Beispiel waren es 31 Grad in Rio, 1 Grad in New York und 12 Grad in Kairo. Oder 31 Grad in Kapstadt, 1 Grad in Laax und 12 Grad auf Capri. Das wirklich Nützliche aber ist, für jeden Ort, für jede Temperatur zeigt der Kalender aktuelle Reiseangebote von Thomas Cook an, die man über QR-Codes spontan buchen kann. Insgesamt präsentiert der Kalender täglich 10 Urlaubsorte mit 30 Angeboten. Über 10.000 Angebote im Jahr. Und das funktioniert so. Eine spezielle Software gleicht täglich die Wetterwerte von wetter.com mit allen Thomas Cook-Angeboten ab. Über einen drahtlosen Internetzugang empfängt der Kalender die passende Auswahl. Sie kommt überall dort zu den Kunden, wo sie offen dafür sind. In Cafés, in Reisebüros und in Hotels. Mit dem Temperaturenkalender erfährt man nicht nur, welcher Tag es ist, sondern auch, wo er noch viel schöner wäre. Auf einer Reise von Thomas Cook.